Hallo, heute will ich dir zeigen, wie du auf dem Amazon Echo Show, das ist ja die zweite Generation, Fotos draufladen kannst, die dann auch angezeigt werden. Da wäre zuallererst, also im Grunde hast du drei Möglichkeiten. Ich zeige dir jetzt die allererste, das ist das Ding, ein Foto machen zu lassen. Dazu reicht zum Beispiel Alexa, mach ein Foto. Okay, mach dich bereit. Wird auf Amazon So, Fotos gespeichert. das wird jetzt hochgeladen und im Endeffekt, wenn du dann Besuch hattest, was auch immer, kannst du das machen. Du hast dann hier noch so Einzelaufnahmen, Videoaufnahmen. Das geht zum Beispiel, dann hättest du weiterhin die zweite Möglichkeit, ist die App zu benutzen. Hier habe ich sie schon offen, die Alexa-App, die hoffentlich auch gleich irgendwas macht. Startseite. Genau, du gehst dann hier in die Einstellungen hinein, auf Fotos und dann hast du hier schon kannst du festlegen, wo die gezeigt werden und dann kannst du hier erstmal einstellen, ob die Fotos im Upload automatisch gespeichert werden. Wenn du mit dem Smartphone Fotos machst, werden die automatisch hochgeladen. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist dann noch, und das geht über. Außerdem kannst du Fotos, die auf dem Smartphone gespeichert sind, direkt hochladen. Kann ich das auch quer drehen? Nein, funktioniert natürlich nicht. Dazu gehst du zum Beispiel auf deinen Echo Show. Nein, Moment mal. Da gehst du einfach mal auf das Wohnzimmer, wo er steht. Wie seltsam. Hier nochmal auf den Echo Show. Und dann hast du hier Fotoanzeige und kannst Fotos auswählen. Das heißt, hier hochgeladen, also entweder jeden Tag ein Foto. Hochgeladene Fotos. Und jetzt kannst du Fotos verwalten und hinzufügen bis zu 10 Stück gleichzeitig. Das ist ein bisschen seltsam limitieren. Und dann hast du hier deine gesamte Fotodatenbank und kannst dann einfach Fotos auswählen. Nehmen wir mal noch das dazu. Auswählen. So. Und jetzt siehst du hier tatsächlich, dass sie hochgeladen werden. Hoffe ich mal. Also genauso über dein Wohnzimmer, den Bereich, worum es steht, wählst du den Show aus und kannst hier Fotos auswählen und hochladen. Das funktioniert ganz einfach entspannt. Und die dritte Möglichkeit ist noch, dann nimmst du dein normales Internet, ich gebe jetzt mal über dieses Pad, und dann gehst du in deinen Account und hast hier oben in deinen Account deinen Amazon Drive und kannst hier sehen zum Beispiel. Ja, in der Alexa-App Fotos sind genau die Bilder, die ich gerade hochgeladen habe. Hier kannst du weitere Bilder reinladen. Was leider nicht funktioniert, ich habe meinen Ordner angelegt, den benannt und geschaut, ob es funktioniert. Leider geht das nicht, aber das ist dann die dritte und letzte Option, um Fotos auf deinem Echo Show anzuzeigen, das dann ungefähr so aussieht. Dann bis zum nächsten Mal.